Am 26. Mai fiel am Entsorgungsstandort Kröbern der Startschuss für eine hochmoderne Bioabfallverkehrungsanlage. Die feierliche Grundsteinlegung leitete den Baubeginn der Kompost- und Energieanlage, kurz KEA genannt, ein. Durch diese erfüllen der Zweckverband Abfallwirtschaft Westsachsen, ZAW, und seine Tochtergesellschaft, die Westsächsische Entsorgungs- und Verwertungsgesellschaft, WEV, die Forderungen der Bundesregierung nach einer hochwertigen Verwertung von Bioabfällen. Im Grunde sind die Bioabfälle in unserer Betrachtung Wertstoffe, wo wir Biogas rausziehen können und damit auch ein Stück weit einen kleinen grundlastfähigen Beitrag aus dem Bereich der Erneuerbaren für die Elektroversorgung ziehen können. Und es ist das Produkt Komposterde entstanden, wo ich zumindest in der Wahrnehmung feststellen kann, dass die Landwirte, die hier im Umfeld sind, die zu einem Großteil auch auf Bergbau Folgeflächen Landwirtschaft betreiben und in der Regel mit niedrigen Bodenwertzahlen arbeiten müssen, doch interessiert daran sind, was am Ende des Tages und vor allen Dingen in welchen Mengen aus der KEA hervorgeht. Bis zu 42.000 Tonnen Bioabfälle pro Jahr wird die Anlage verarbeiten können. Aus diesen werden durch Vergärungsverfahren 3,5 Millionen Kubikmeter Biogas, welche im Anschluss ca. 7,1 Millionen Kilowattstunden elektrischen Strom liefern. Die verbleibenden Abfälle werden kompostiert und der Landwirtschaft zugeführt. Kompost und Energie, dann merkt man sich das auch gut, Kompost-Energieanlagen, weil das ist das Ergebnis dessen, was wir hier produzieren. Und insofern ist das für ein nachhaltiges Unternehmen, wie die WEV aufgestellt ist, eine Investition, wo wir nicht lange nachdenken mussten. Ich meine jetzt nicht aufgrund des Investitionsvolumens, sondern aufgrund der Aufgabe, die damit verbunden ist, nämlich die Stoffströme aus der Stadt Leipzig und dem Landkreis in der Biotonne hier zu bündeln und etwas Hochwertiges daraus zu machen. Und insofern ist das, was hier passiert, was unter dem Dach des ZAW und der WEV passiert, nichts, was man nicht hoch genug schätzen und ins Wort nehmen kann und muss. Das rund 25 Millionen Euro umfassende Projekt soll planmäßig im ersten Quartal 2022 fertiggestellt sein. So geschieht auch die Wahl.